Harald, danke für deine Zeit, fürs Interview. Gerne. Berührt mich insofern sehr, denn wir kennen uns ja schon einige Jahre, Ja. Tage der Zukunft. Wir durften zweimal dabei sein, die gibt es schon 10 Jahre. Und das wäre so meine erste Frage an dich. Was ist die Motivation für dich gewesen, die Tage der Zukunft in die Welt zu schaffen? Ja, das war 2010 in einem Team von mehreren Menschen, die gesagt haben, wir sehen so viel Menschen, die Veränderung wollen, die das leben, die das auch schon vorleben. Aber die haben keine Möglichkeit, gemeinsam irgendwie so einen Container, einen Raum zu haben. Und 2010, das ist nun wirklich schon lange her, ja, wir in Kärnten noch ein bisschen abgeschotteter, als der Rest Österreichs. Also da hat es sowas einfach noch nicht gegeben. Ja. Und da haben wir mit 120 Leuten begonnen, damals zum Thema Nachhaltigkeit im Stift Ossiach. Und 120 ist nicht wenig. Ja. Und das war so stark, diese Begegnung von Leuten, die, obwohl sie oft im Nachbarort gelebt haben, sich nicht handhaben. Und die dann zum Schluss aufgestanden sind in dieser Runde, in einem Kreis und gesagt haben, na, endlich weiß ich, dass ich nicht allein auf der Welt bin, das Rad nicht neu erfunden muss, dass es Menschen gibt, die auch so denken wie wir, die Gemeinsamkeit und Kooperation vor Konkurrenz stellen, die einfach tun, ohne einmal aufs Geld zu schauen, ja, sondern weil ihnen das ein Bedürfnis ist, weil sie eine Leidenschaft haben dafür. Und wo wart ihr? Ihr wart zwar immer da, aber wir sind uns noch nicht begegnet. Und das war so eine große Dankbarkeit, die uns dann weiter getrieben hat, das fortzusetzen und trotz aller Höhen und Tiefs, die wir da hatten, einfach am Laufenden zu halten. Ist jetzt, ich sage mal, ein Teil der Befriedigung eigentlich dieses emotionale Danke von diesen Menschen, die Berührung, was da passiert, weil viele fragen immer, was motiviert dich, dass du ehrenamtlich für die Gemeinschaft wirkst? Was gibt es da Antwort dafür? Also wenn ich das so nachvollziehe, war es immer genau das. Also dass wir oft da vorne gewusst haben, ob wir jetzt uns diese Mühen der Ebenen noch weiter antun sollen. Und das Ende von Ressourcen, jeder Ort, also persönlicher als auch finanzieller und. Und dann am Ende jedes Kongresses, wo genau solche Sachen Jahr für Jahr passiert sind, wo die Leute kommen an den Ohren und sagen, wow, wie ihr uns da oder wie wir uns gemeinsam da weitergebracht haben. Das ist wie in einem UFO drin, dass wir steigen für 2, 3 Tage, abheben und dann wieder landen und eh schauen müssen, wie wir das in unseren Alltag bringen. Aber das hat so viel Kraft gegeben, dass das gleichzeitig schon auch immer die Kraft war für uns weiterzumachen. Also wirklich, es war immer am Ende der Ressourcen kamen durch diese Veranstaltungen wieder neue dazu. Also wir sind mit mehr Energie rausgegangen, als wir hineingegangen sind. Und das treibt an. Wir durften ja zweimal dabei sein und kennen auch viele Initiativen. Wie viel Prozent glaubst du, oder Prozent ist vielleicht ein bisschen schlecht definierbar, aber viele Initiativen oder Projekte, die da dabei waren, gibt es jetzt nicht mehr. Was glaubst du, ist die größte Herausforderung, wo Land hapert es, da sind dann gute Ideen irgendwo nicht realisiert oder weiterbetrieben und nicht größer werden? Na, wir merken schon, dass die Tage der Zukunft da eine Rüttelstrecke sind, weil wir stellen ja den Projekten, die wir dann auswählen, aus allen Bereichen des Lebens, Experten und Coaches zur Verfügung und auch Schüler, das ist uns ganz wichtig. Also dieser jugendliche Blick, der sehr basic ist, ja, das habt ihr, glaube ich, eh erlebt auch, ja, die fragen dann halt wirklich mal, wozu gibt es eigentlich und was macht das für einen Sinn, was ihr tut und warum soll mich das berühren? Ja, also diese Rüttelstrecke, die stellt dann schon vor große Fragen. Ja. Und das heißt ja nicht, nur weil es ein Projekt nicht mehr gibt oder in dieser Weise nicht mehr gibt, dass es deswegen schlecht war oder gescheitert ist. Es hat sich was Neues ergeben, was vielleicht besser war. Sonst würde man dem Neuen ja nicht folgen. Und viele Projekte gibt es halt nicht, weil das Team vielleicht noch nicht zusammengepasst hat, weil das Sinn noch nicht sicher war, ganz genau, weil sich ein anderer ergeben hat, weil man neue Kooperationen gefunden hat.
Oder wenn man schlichtweg sagt, das ist es nicht wert, dass ich da jetzt meine Zeit und alles und vieles aufgebe. Ich habe vielleicht einen anderen Sinn entdeckt. Ja. Und trotzdem muss ich sagen, es gibt, schauen wir nicht auf das, was es nicht mehr gibt, es gibt auch viele Projekte, die es weiterhin gibt, oft auch in veränderter Form, aber in der Basis schon noch vom ursprünglichen her erkennbar. Und das würde ich doch mit etwa 20-25% benennen. Ja, also, und wie gesagt, sich genauso einer Rüttelstrecke zu stellen, je früher, desto besser in einem Projekt, desto sinnvoller ist es, wenn man halt draufkommt, es sollte anders gehen, es ist genau das, oder ich brauche einfach einen anderen Partner. Was ich also liebe, es sind viele Dinge an den Tagen der Zukunft, aber das ist wirklich das Praktische. Weißt du, ins Erleben gehen, Rückmeldung zu kriegen, weil du gesagt hast, die Jugend, die Schüler, wir haben auch in einem Team definiert, kurz, wie, was ist bewusst gemeinsam leben? Und ich kann mich gut erinnern, ich bin Schülerin und sage in ein paar Sätzen, wo hat das auf den Punkt gebracht, diese Kompliziertheit oft der älteren Menschen. Und darum eben Weisheit mit Wissen verbinden, alt, jung. Und die Jugend ist eine riesige Chance und das war sehr belebend und das war ja nicht immer so, dass die Jugend dabei war. Ich habe das auch als ganz, ganz große Bereicherung empfunden. Genau, das ist auch etwas, was wir jetzt in den letzten Jahren gesehen haben. Dadurch, dass die Co-Coaches waren und vor allem im letzten Jahr, wo wir 10 Jahre gefeiert haben und gesagt haben, wir werden natürlich nicht nur zurückschauen, sondern vor allem in die Zukunft und haben ja so einen Visionsraum eröffnet, wo es darum geht zu sagen, was wollen wir 2020 haben, dass wir jetzt schon initiieren müssen, damit es wird. Und haben ja 10 Themenbereiche gehabt und da war die Jugend wirklich auf Augenhöhe als Visionäre mit eingebaut. Also es war die Hälfte junge Menschen im Alter von 14 bis 24 Jahren, die da mitgetan haben. Und die haben sich dann auf die Bühne gestellt. Also am Ende haben wir ja immer unsere Präsentationen, die wir da auch von 1 Minute auf 10 Minuten erweitert hatten, weil es ja um Visionsthemen ging. Und die sind dort gestanden, das kann man auch nachschauen unter Tage der Zukunft. Da rinnt mir jetzt noch die Gänsehaut runter. Die wissen alles, die können alles, die haben, so wie du sagst, so eine Klarheit im Blick mit vielen, was uns schon so, weiß nicht, über Jahrzehnte eigentlich schon zudeckt, das haben sie noch nicht. Und aus diesem Erlebnis des letzten Jahres haben wir gesagt, wir bauen sie viel, viel stärker noch ein und widmen ja heuer einen Teil der Tage der Zukunft den Themen und den Projekten, die junge Menschen entwickeln. Die Frage, Harald, wie viel es noch gibt, hat auch damit zu tun, weil es oft ein Finanzierungsthema ist. Ich weiß das, wir wirken auch und was ich auch so schön finde, ist, dass hier als Verbinder wirkt Öffentlichkeit, Wirtschaft, Zivilgesellschaft, also nichts Paralleles. Und die Öffentlichkeit, glaube ich, ist überall die Herausforderung. Uns ist zum Teil gelungen, sie einzubeziehen. Wie könnte die Öffentlichkeit, die Politik mehr Vertrauen gewinnen in solche Projekte? Das ist eine gute Frage, weil an dem arbeiten wir Jahr für Jahr neu. Und in Kärnten ist es uns hin und wieder gelungen. Wir haben gestartet ohne Politik, also ohne da jetzt Förderungen oder sonst was abzuholen, weil da hätten wir lang gewartet und wahrscheinlich hätte es uns niemand nicht gegeben. Also wir tun ja prinzipiell, weil wir tun müssen, ja, und nicht, weil irgendjemand was von uns will. Ja. Und im Laufe der Jahre hat aber gerade die Politik in Kärnten da auch gesehen, was alles entsteht und dass das genau diese Räume sind, die eigentlich gefördert gehören. Ja? Und die eigentliche Aufgabe so von Zukunftsbüros auch, die in Landesregierungen situiert sind, wäre. In Vorarlberg gibt es das ja schon und so. Bei uns inzwischen auch. Mit denen arbeiten wir auch gut zusammen. Und es gab dann eine Zeit lang wirklich super gute Förderung, weil auch ein Landesrat für Wirtschaft gesehen hat, dass es Pioniere braucht und Andersdenkende und das wirklich unterstützt hat. Dann gibt es wieder mal neue Player, dann hat man wieder mal nichts. Und jetzt sind wir wieder mal im Jugendreferat gelandet. Also generell kann ich sagen, wenn du länger wirst, baut sich ein Vertrauen auf. Und die Medien, obwohl ich aus dem komme, das weißt du, ich bin Öffentlichkeitsarbeiter seit Jahrzehnten, die Mainstream-Medien werden immer schwieriger, merke ich. Und wir haben überhaupt jetzt so die letzten Jahre
gar nicht mehr so sehr auf Medien gesetzt, auf die klassischen. Da gibt es ja schon viele andere Kanäle, sowas wie du jetzt machst, ja, die eine andere Wirksamkeit entwickeln. Wenn sie mitmachen, finde ich das toll, finde ich es gut und schreiben es halt irgendwie so ein Einspalter oder so. Aber ich giere nicht mehr danach, weil das ist dann so weit gestreut, dass dann eh niemand mehr erwischt. Und da ist es mir lieber, so ein Interview zu machen, dass die Richtigen erwischt, als mit Mühe und Blog irgendein Chefredakteurin oder ein Chefredakteur zu erklären, warum das notwendig ist. Wenn sie dann kommen, sehen sie es eh, aber meist kommen sie nicht. Ja, ja, ich informiere sie weiterhin, aber ich finde das nicht mal die Hauptschiene der Medienarbeit. Das sind Social Media, Kontakte, neue Wege und Medien schon viel wichtiger geworden. Ich stehe bei uns in Salzburg fest, Salzburger Nachrichten als Beispiel. Die meinen schon sehr, sehr ernst, einen wirklich nachhaltigen Journalismus zu machen, aufbauend, motivierend. Es ist halt bei den Journalisten auch so, die Frage der Zeitressourcen und der Recherchemöglichkeiten und vielleicht kann man da in gewisser Weise unterstützen, haben auch kürzlich ein Gespräch geführt. Harald, ich möchte noch gern überleiten, was nie das Thema ist. Du leitest ja sehr, sehr erfolgreich Unternehmen, Institut für Zukunftskompetenzen. Was machst du in deinem beruflichen Alltag? Ja, das ist eine gute Frage, gerade in diesen Zeiten. Und im Grunde habe ich mich über die, ich glaube, 40 Jahre, in denen ich tätig bin, immer wieder neu erfunden. Also Journalismus, Public Relations, was nach wie vor ein wichtiger Teil ist, aber sich auch komplett geändert hat. Und im Institut für Zukunftskompetenzen bieten wir einerseits eben diese Plattform der Begegnung an, wie es die Tage der Zukunft sind, begleiten aber auch Organisationen und Kommunen und Regionen in ihrer Zukunftsgestaltung. Also versuchen, das Wissen und das Erleben, das wir ja haben, aus jahrzehntelanger Erfahrung, was an Zukunftskompetenzen wichtig ist, deswegen lautet das Institut ja auch, nachvollziehbar zu machen für die eigenen Institutionen. Und wir haben einen Zukunftskompass entworfen, der 12 essentielle Kompetenzen für die Gestaltung der Zukunft beinhaltet. Und den bauen wir jetzt verstärkt aus. Also die Cornelia Skala-Hausmann, die da ja meine Partnerin ist von Anfang an und die auch die Lehre hat sozusagen im Institut, die macht gerade jetzt einen Fernlehrgang aufgrund dieser 12 Zukunftskompetenzen, den es auch schon gibt, aber der wird jetzt noch weiter ausgebaut. Es gibt Bücher dazu und wir bauen, wo immer wir können, diese Erfahrung, diese Möglichkeit anhand der Zukunftskompetenzen für sich selber und für seine Organisation und sein Unternehmen zu lernen, weiter aus und ein. Also das ist wirklich so ein zentraler Punkt. Unternehmen arbeite ich, weil das einfach so meine Leidenschaft, meine Passion ist, an Kulturprojekten mit. Und da ist gerade ein ganz großes rund um den Zentralraum in Kärnten und rund um den Wörthersee im Entstehen, aber das ist noch ein bisschen im Werden. Aber wenn es wird, daran wird ja nicht vorbeikommen, glaube ich. Wir haben ja gestern einen Austausch gehabt, Tage der Zukunft. Oder vorweg eine andere Frage. Im Moment geht es ja um Zukunft, Zukunftskompetenzen. Zukunft ist schwer einschätzbar. Wenn wir jetzt so also in 5 Jahren rückblicken werden auf die jetzige Situation, wie würdest du das Bild zeichnen? Was wir heute erlebt haben. Was wir heute erleben, ja. Ja, es gibt ja so verschiedene Szenarien. Und wenn ich dann an den Matthias Horks denke, der ja 4 zur Verfügung stellt, die ja von totalem Trash bis zu wir blühen aufgehen. Da bin ich natürlich sehr beim Aufblühen. Und so wie du auch und was wir ja gestern erlebt haben in unserem Zoom-Zukunftsraum, es gibt unglaublich viele Gestalter, die jetzt die Chance sehen, dass vieles viel schneller gehen könnte, worauf wir unter Normalbetrieb hätten länger warten müssen. Also zeichne ich mal ein optimistisches Bild, vorausgesetzt, wir haben genug Zeit, jetzt Neues zu lernen. Ja, weil es kann passieren, dass wir in Normalbetrieb fahren und alles noch mehr ins Hamsterrad gerät, weil wir jetzt wohl aufholen müssen, was wir scheinbar versäumt haben. Und ich sehe, dass, also mein Bild wäre,
nicht alle, aber viel mehr als bisher, haben was gelernt aus der Krise. Die haben hinterfragt, was tue ich wirklich, wirklich? Was möchte ich wirklich in die Welt bringen? Was ist unnötig von dem, was ich bisher getan habe? Was lasse ich weg und worauf fokussiere ich mich in Zukunft stärker? Und da gehört natürlich dazu, seinen Lebensalltag zu sichern. Also ganz klar. Und das hatte der Friedhof Bergmann schon vor Jahren, also der war ja bei den ersten Kongressen dabei, Tage der Zukunft, hat er schon von Anfang an gesagt, also wir werden in Zukunft eine Dreiteilung haben müssen. Also etwas, wo wir unser Geld verdienen. Ein Teil, wo wir wirklich unserer Leidenschaft folgen und ein Teil, er hat es so getrittelt, wo wir der Gemeinschaft etwas zurückgeben. Und ich hoffe, dass es in diese Richtung geht, dass wir, wenn wir 5 Jahre, wenn wir da zurückblicken, sagen, wow, wie kann das sein, dass ich so ich eigentlich noch im Ego gearbeitet habe, ja, und gar nicht gesehen habe, dass du was, dass wenn wir was gemeinsam machen, viel mehr aufblühen kann. Wie habe ich das nicht sehen können, weil ich jetzt schon irgendwo drin bin in einer Initiative oder mich verbunden habe und das auch kennengelernt habe in dieser Zeit, weil ich mich mehr interessiert habe. Ja. Also das, dieses Gemeinschaftliche, das von ich zu wir wird gewachsen sein in einem gewissen Kreis. Und ich hoffe, in einem Kreis, der so groß ist, dass er wirklich diese Sichtbarkeit hat, in der wir immer glauben, dass er anzieht, dass er eine Anziehungskraft entwickelt und dass es auch Selbstverständlichkeit ist, so zu tun und zu handeln und nicht mehr nur auf der Couch zu liegen und abzuwarten, was an gebratenen Daumen noch vorbeifliegen mag. Tieferen Sinn vielleicht auch im Leben finden, wo wir sagen, so Baselsteine und jeder hat Potenzial, also das sind eh die Themen. Ich glaube, es wird definitiv breiter. Ich hätte eine Frage noch, wir haben gesagt, kurz halten, aber dennoch, die möchte ich noch stellen. Du hast gestern erwähnt und finde ganz wesentlich Politik neu erfinden. Was meinst du damit? Genau, da arbeiten wir ja in einem Erasmus-Projekt mit 10 Partnern quer durch Europa zusammen als Institut. Und es zeigt sich ja an so vielen Ecken und Enden, dass das Zusammenleben von Menschen ganz neu gestaltet wird. Und Politik, um das klarzustellen, ist in diesem Projekt nicht als Parteipolitik gemeint, sondern eben in der gemeinsamen Gestaltung des Lebensraumes. Und was wir jetzt das letzte Jahr, 1,5 Jahr über die Jugend, die wir ja schon angesprochen haben, erlebt haben, über Fridays for Future, ist ja so eines dieser Baselsteine, die sich da jetzt neu auftut. Ja. Diese ganze Nachhaltigkeits- und Klimadebatte, die ja jetzt so kurz mal gekappt ist, aber eigentlich nicht, weil das ja nebenbei sichtbar wird, was dieser scheinbare Stillstand ja alles auch fürs Klima tut. Und in diesem Projekt wollen wir genau diese Pioniere, egal wie alt sie sind, wo sie stehen und wo sie handeln, vor den Vorhang holen, interviewen und so wie wir das jetzt gerade tun, zeigen, wie die denken und ticken und was sie anpacken und in welchem Bereich sie anpacken. Und das sind Bewegungen, die Alternatives zum Beispiel in Großbritannien oder in Schweden gibt es die schon, die ja ganz integrale Politik machen, also viel ganzheitlicher denken, die eben nicht das, was wir tun, so separieren und dieser Bereich und jener Bereich und abkoben, sondern die wirklich ins Partizipative gehen. Das ist so ein Schlagwort, an dem wir auch forschen, was das wirklich heißt und wo das wirklich gelebt wird. Wie solche Konvente, haben wir gestern das gehört, wirklich ablaufen können. Wer das schon tut und wie das gut funktioniert. Also wir wollen gute praktische Beispiele zeigen und ermutigen dadurch, selbst tätig zu werden. Das ist ein 3-Jahres-Projekt. Zum Ende wird es Videos und ein Buch geben, eine Methodik, und die Tage der Zukunft, um auf die wieder zurückzukommen, 2021, also nächstes Jahr und heuer ja auch, schon stehen ja unter diesem Titel auch. Und nächstes Jahr wird diese ganze internationale Gesellschaft, dieses Team in Arnoldstein hoffentlich zusammenkommen und ihre Erkenntnisse in der Praxis teilen. Da habe ich noch eine Frage, Harald, weil du Friday for Futures gesagt hast. Ich habe mich da intensiv damit beschäftigt, auch im Zusammenhang mit unserem Kongress, wo wir ja viele Lösungen gezeigt haben. Merken einfach, oder wir merken, denke wir,
dass sie die Gesellschaft immer mehr spaltet. Gut, böse, gut Menschen etc. Was wird es jetzt brauchen, dass man einlädt, in ein Boot zu steigen und einfach Lösungen schafft und nicht dieses Urteilsprinzip, im Grunde, wer ist der Schuldige für was, oder gewisse Dinge werden da dargestellt, die vielleicht nicht wirklich so sind, diese CO2-Debatte etc. Also wir sehen schon, dass man da sehr, sehr vorsichtig auch agieren darf, aber die Frage wäre jetzt konkret, wie schaffen wir es, dass man die Gesellschaft in ein Boot bringt und sagen, juhu, wir gehen gemeinsam in eine gute Zukunft. Also die Gesellschaft in ein Boot zu bringen, ist ein ganz, ganz, ganz großes Vorhaben. Das so ganz klein nicht gehen wird, weil wir einfach zu divers sind, was ja auch ein Vorteil ist einer Gesellschaft. Wäre sie alle in einer Richtung, muss man eh schon sehr aufpassen. Also ich glaube, jeder dort, so wie du oder ich und viele andere, so wie wir es ja gestern von unserer Gloria gehört haben, der Innovationsforscherin, die gesagt hat, denkt einfach nicht zu viel nach, weil wenn man zu lange nachdenkt, dann zerdenkt man Ideen wieder. Ja. Tut's einfach. Ja, und ich glaube, wenn wir das weitermachen in unseren Gesellschaften, die wir ja inzwischen gegründet haben, und da anfangen, diese zu verknüpfen, worüber wir gestern auch gesprochen haben, so dass die Blase, in der wir ja auch sind, ist auch Blasen, du bist dann eher, vieles deckt sich da, ja, aber dass sich immer mehr dieser Bubbles verbinden anfangen und dass das immer größer wird und wächst und wirklich auch in der Gesellschaft sozusagen im Mainstream sichtbar wird und nicht mehr übergangen werden kann. Und wir viele, um jetzt wieder den Virus herbeizunehmen, aber im besseren Sinne anstecken, da mitzutun, das heißt auch dieses Bild, das ich da für die nächsten 5 Jahre gezeichnet habe, dann können wir was ändern. Aber immer von uns ausgehend, ja, weil das ist das, was wir wirklich ergreifen können. Und Angebote machen, zum Mitmachen. Ich sehe auch jetzt mehr denn je das Leid erwachen und wirklich aufstehen und sagen, ja, hey, so kann es echt nicht mehr weitergehen. Aber wo docke ich an? Dass wir diese Andockmöglichkeiten schaffen, dass wir Offenheit sagen und dass wir auch Offenheit jenen gegenüber sagen, die nicht unserer Meinung sind. Und dass wir uns mit denen, das ist ja ein großes Thema, zum Beispiel in dem Erasmus-Projekt, wie kommen wir von diesem Gut, Böse, von diesen Einteilungen rechts, links, von was auch immer es da gibt, weg, und wie schaffen wir da wieder eine Qualität des Zuhörens, durch das Empathie entsteht und Verständnis. Wie schaffen wir das? Und ich glaube, wir müssen auch ein bisschen hin und wieder von unserem hohen Ross runtersteigen. Du hast das schon gesagt, also wir werden ja so in das Eck der Gutmenschen steigt, die sich ja durch ihn zur Bild und da Gedankengut auszeichnen und dann Idealismus und so weiter, dass wir da nicht zu sehr abschottend werden, sondern wirklich öffnend. Und dann, wenn wir das schaffen, dass jemand das Gefühl hat, ja, egal wo ich stehe, mir wird zugehört und ich kann da was bewegen aus meiner Sicht der Dinge, dann werden wir es auch schaffen, breiter zu werden. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Wir sind auch dabei, breiter zu werden. Wir haben ja immer ein kleines Team entschieden und haben einfach gesehen, da geht es um so weite Entscheidungen und eben diese Gutgeschichte, die auch sehr bewertend ist, und haben jetzt so ein Art Waisenrat, Mentoren mit Felix Gottwald, Klaus Fronius, Helmut Mödelhammer, möglichst vielschichtige Dinge, und da schauen wir, dass wir einen gemeinsamen Konsens finden. Und das ist schon spannend, gell, wenn man eben so unterschiedliche tickende Menschen zusammenbringt. Es hat das schon viel Kraft. Ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig. Harald, Fragen hätte ich noch viele. Ich würde es so jetzt gern stehen lassen. Es ist ganz viel dabei. Danke, danke für dein Wirken. Ja, ich danke dir. Menschen wie du werden jetzt auch sicher mehr und mehr erkannt, weil vor 10, 15 Jahren, was ich initiiert habe, da warst du wahrscheinlich ein Außerirdischer. Und es geht nicht um eine Nischengeschichte, um eine Alternative, sondern dass wir einfach eine gute Zukunft haben, und das merke ich bei dir. Danke. Ja, danke. Ich freue mich schon aufs Zusammenarbeiten weiterhin.